Hey Leutchens, damit herzlich willkommen zurück. Ich glaube, ich sterbe. Nö, das hat sie echt gut gemacht. Mein Name ist Chris, wir spielen Assassin's Creed. Und wir... Das wird doch nicht gut gehen. Ist hier was, wo ich reinfallen kann? Der Weg nach unten ist... etwas schwierig. Dauert etwas länger. Bin der falschen Stelle abgesprungen. Aber ich meine, jetzt sollte es funktionieren. Wir möchten nach dort, da und dort. Und dann sehen, was die Zeit noch so bringt. Um... ja, noch ein bisschen was zu entdecken. Ich möchte gerne alles finden, was hier so rumliegt. Zeug, was wir finden, werden wir nicht nutzen, aber die kleinen Missionen, die uns noch so am Rande begegnen, finde ich recht interessant. Und deswegen möchte ich gerne diese noch etwas verfolgen. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das gemeinsam mit mir antut, gönnt. Wir fangen an mit den Steinmännchen. Tendenziell bei dem einen oder anderen brauchte ich sehr, sehr lange. Anderes hat wieder ganz gut funktioniert. Sprichst du über meinen Vater? Was meinst du? Was du gerade gesagt hast, galt das meinem Vater? Ich habe nichts gesagt. Wir schweigen, seit wir herkamen. Lügner! Eben hast du gesprochen. Genau wie jetzt. Du spinnst. Was habe ich denn gesagt? Ein Feigling glaubt, er wird alt, wenn er allen Kämpfen ausweicht. Doch das Alter wird ihn schnell verdorren. Mag er auch unberührt von Speeren sein. Ich sagte nichts dergleichen, Trollzahn. Da flüstert wohl der Allvater in deinen geschwollenen Kopf. Ein Stückchen weiter vorne, dann tue ich mal etwas schwer, weil ich dann die Tasten verbinde. Und dann immer grundsätzlich erstmal in die falsche Richtung mich bewege. Das nervt immer ein bisschen. Aber ich das gefühlt mir nie merke. So nur ganz temporär. Okay, das war etwas zu weit vorne. Mal gucken, ob der hier drauf passt. Grundsätzlich sieht das ganz gut aus. Ich meine, den sollten wir hinstellen. So ähnlich hatten wir schon mal. Das ist ein Tick schräg. Prüfen. Passt. Ich meinte früher nicht eins. Ach du Großgüter. Da werden wir aber hier lang unterwegs sein. Na dann mal schnell weiter. Wir möchten nach hier, nach dort. Wir haben hier noch einiges zu tun. Meinte früher, bei dem ersten hat sie sich mal draufgestellt. Das macht sie aber schon länger nicht mehr. Ist hier vielleicht zu unstabil, dass sie sich nicht traut. Man weiß es nicht. Kurz einmal gucken. Machen doch erst das da oben und können dann von dort nach unten ein bisschen besser weißer reiten. Hier liegt eine Maske. Da, so ein Artefakt.
Sehr gut. Können weitergehen. Das fühlt sich so vom Reiten her irgendwie besser an, als wenn wir erst nach dort gereist werden. Jetzt habe ich da hingenickt. Also nach hier und dann wieder zurück. Kommen die Wölfe? Oh, verdammte Scheiße! So. Du gebierst gleich ein Kind. Wo ist die nächste Heilerin? Ich bring dich hin. Ich brauch keine Heilerin, Schätzchen. Ich muss nur auf diesen Hügel. Den Rest schaffe ich allein. Was? Da oben hin? Und das in deinem Zustand? Ja. Oh, wenn's sein muss, roll ich wie ein Fass nach oben. Es ist zu weit. Auf die Art wirst du nur deinem Kind schaden. Ich bringe dich mit dem Pferd dorthin. Oh, du musst mir nicht helfen. Aber einer geschenkten Dänen schaue ich nicht ins Maul. Es ist ehrlos, eine schwangere Frau sich selbst zu überlassen. Warum ist der Vater des Kindes nicht bei dir? Der Vater des Kindes ist ein Gott. Mokos, der Waldgott, sah mich zur Sonnenwende und verführte mich mit einem Lied. Du hast bei einem Gott gelegen? Ja, ist das so überraschend? Maria empfing Christus durch Gottes Berührung. Und ein nordischer Gott schlief mit einem Pferd. Loki. Aber da war er selbst ein Pferd. Du wurdest aber nicht von einem Pferdegott bestiegen, oder? Nein, das war ein waschechter Mann. Ein göttlicher Mann. Sicher kein Sterblicher. Aber ich habe ihn nicht bei Tageslicht gesehen. Also, wer weiß. Ein außereheliches Kind. Ich sollte es hier draußen großziehen. Nicht dem Tratsch der Stadt aussetzen. Die würden sich das Maul zerreißen. Ich schlafe mit Waldgöttern und lebe in der Wildnis. Ich sollte mich Zauberin nennen. Was meinst du, Schätzchen? Ist das alles, was es braucht, um Zauberin zu werden? Ist es nicht mehr weit, Schätzchen. Du kannst mich auf den Stufen des Tempels lassen. Der Rest kommt von alleine. Ich lasse dich nicht allein. Du könntest verbluten oder von Wölfen gefressen werden. Wenn dein göttlicher Liebhaber nicht kommt, führe ich dein Kind auf die Welt. Der wird kaum kommen. Ich lief fort nach unserer Begegnung. Danke, Schätzchen. Du bist netter zu mir als meine eigenen Leute. Wir haben es zum Schrein geschafft. Glaubst du, der überirdische Vater wird uns hier finden können? Der Vater ist kein Gott. Nur ein gewöhnlicher Mann, dem auch langweilig war. Er wird nichts von dem Kind wissen wollen. Verstehe. Dann kümmern wir uns um das Kind. Atme tief durch, versuche dich zu entspannen. Das wird eine Weile dauern. Ich baue ein Zelt. Das hast du großartig gemacht. Ein gesundes kleines Mädchen. Hör nur, wie es schreit. Kriegerlunge. Ein Mädchen. Ich kenne mich nicht mit Kriegerinnen und ihren Namen aus. Was ist mit deinem Namen? Die kleine Eivor? Ermina, ich habe überall nach dir gesucht. Bran sagte, du seist fortgerannt. Ich fürchtete das Schlimmste. Ist das... Das ist dein göttlicher Liebhaber? Ich bin enttäuscht. Göttlicher Liebhaber? Willst du mir schmeicheln oder machst du dich über mich lustig? Geh, Mokos. Unsere Familien würden uns nie ihren Segen geben. Und wenn du deinen Ruf bewahren willst, vergisst du mich lieber. Da habe ich ja wohl auch noch ein Wörtchen mitzureden. Mein Ruf schert mich nicht. Und wenn wir nur uns und eine Waldhütte haben, dann sei dem halt so. Eine Hütte im Wald klingt passend für eine Zauberin und ihr Kind. Schön. So, wir gehen weiter. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen den Überblick verloren. Ich meinte, wir wollten nach hier.
Wären wir doch zuerst nach dorthin gereist. Na gut. Sei es drum. Wir sind ja flink unterwegs. Dementsprechend können wir schnell zurückreisen. Und das Artefakt suchen. Da waren wir gerade. Oh, ist das wieder mit Zauber? Nö. Sind noch nicht da. Noch ein klein wenig weiter. Oh. Hier sind Gäste nicht allzu willkommen. Was ist er denn? Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Nicht mag. Ah, da oben. Hui. Ah, verdammter Trollzauber. So, können wir weiter. Wir machen uns nach hier hin. Und sammeln da noch den Reichtum ein. Okay. Noch welche. Na toll, brennt wieder. Hier ist doch noch einer. Wo ist jetzt der Reichtum? Ah, da. Komplett übersehen. So, wir suchen hier einen Schlüssel, der liegt hier oben drauf, das ist gut. Nee, nicht tragen. Thank you.
Sehr gut. Da waren es nur noch 3. Und demnächst möchten wir... ja, wir machen dann hier unten weiter. Ich begebe mich jetzt ganz entspannt dorthin. Und das nächste Mal starten wir da. Na, das können wir auch das nächste Mal machen. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Doch, wir machen das nächste Mal. Ich reise jetzt nach da unten hin. Nach dort ganz entspannt. Und das nächste Mal machen wir weiter. Entdecken noch ein bisschen die Welt. Und bin gespannt, was uns dann noch so erwartet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet. Würde mich riesig freuen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Chris. Bye!